Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, Teil 2. Oh, guck mal, da oben steht jemand. Ah, ist sie das etwa? Oh, there you are. I'm here in Medulla, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Ist das Rosamunde? Ne, Rosabeth. Ich wollte schon sagen, ich nenne sie jetzt Rosamunde Pilcher. Rosabeth aus Melfia. Mal gucken, was hat sie denn Schönes. Erstmal reden. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. Das findest du echt lustig? Okay, sie sagt schon nichts mehr. Schade, was hat sie denn? Gegenstände kaufen. Gut, die Ringe habe ich mir alles schon mal angesehen, glaube ich. Ja, ne? Habe ich mir alles schon mal angesehen, jawohl. Aber ich habe leider nichts zum Einstimmen. Von daher kann ich mir jetzt keine Pyromantien leisten, beziehungsweise ich könnte sie mir leisten, aber es hat keinen Sinn, wenn ich mir die kaufe. So, dann will ich doch mal gucken. Straight müsste auch hier irgendwo stehen. Ihr wisst ja den Zauberer, den ich befreit habe. Was nehme ich denn jetzt? Anpassung werde ich nicht mehr weiter skillen. Ihr habt mir schon gesagt, 20 ist wirklich das absolute Maximum. Darauf sollte man sich nicht mehr konzentrieren. Ich werde mir stattdessen noch ein bisschen Vitalität holen. Und vielleicht Belastung. Ich weiß es nicht. Ich werde sowieso wieder irgendwann umskillen. Ja, Stärke habt ihr auch gesagt. Macht ihr mal Stärke. Mal gucken. Irgendwann vielleicht. Ich kann ja irgendwann mal wieder alles umwerfen. Dann werde ich vielleicht auch mal Magie zeigen können. Mal sehen, mal sehen. So, dann will ich mir auf jeden Fall wieder den... Was ist Falchion? Ja, so gut ist das eigentlich nicht. Alles nicht so toll, alles nicht so toll. Den Heidespeer. Wenn er nicht so wenig Schaden machen würde, ne, das Teil. Boah, diese Keulen, die sind auch schon richtig gut. Die Zwillingsklinge, ich frage mich, was an der so gut ist, weil die hat halt echt nur 55 Schaden irgendwie, ne? Ich meine, gut, sie mit ihr kann man sehr schnell und oft zuschlagen, aber das war's dann auch schon. Was könnte ich denn stattdessen? Das Skimitar ist halt echt das Beste soweit. Komm, ich pack mir die nochmal rein. In die Offhand tue ich mir dann mal das Skimitar. Ja, komm. Und hier noch das Dranglake-Schwert. Ja, ich weiß, Dranglake-Schwert ist nicht ganz auf meine Skillung zugeschnitten. Aber mir macht's halt Spaß, damit rumzurennen. Lasst mich. lasst mich. Ich muss halt gucken. Königsschwertkämpfer. Das. Die sind viel. Guck mal, das ist totaler Quatsch. Die sind viel schlechter, aber auch viel schwerer. Die haben nur 4 Empoise, einfach mal. So, und da tue ich. Die hier? Ich möchte halt, wenn es geht, unter die Belastungsgrenze kommen, weil das ist sonst ein bisschen blöde, ne? Dann habe ich hier der Fat Roll. Naja, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich machen? Ich gehe nochmal kurz zu Macbeth? Melencia! Meine Güte, Leute, dieser Name. Ich weiß, ich finde das auch furchtbar, dass ich mir das nicht merken kann. So, wir geben noch ein bisschen was aus. Wann bekomme ich denn was von ihr, was Neues? Okay, okay, nichts Neues. Nichts Neues! Ich könnte ja nochmal runtergehen und versuchen, den Dicken zu töten. Ah, dieser Boss, der ist so eklig, ne? Aber ich hätte gerne noch ein paar Splitter, wenn es geht. Warte mal, vielleicht kaufe ich mir hier noch was Schönes. Ich weiß gar nicht. Alva-Rüstung, die wäre halt optimal, weil die ein A auf die Werte hat. Aber das ist alles so teuer hier, das ist alles so teuer. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Die verlorene Sünderin-Seele. Ich suche halt Straight, weil der hat... Wahrscheinlich tauscht der noch was ein jetzt gegen die neuen Seelen. Das will ich zumindest mal... Ach, ich dachte, da sitzt er.
Das möchte ich zumindest mal sehen. So. Da sitzt er nicht. Wo ist denn Straight, Mensch? Könnte es sein, dass er vielleicht doch an seinem Leuchtfeuer ist, bei den Viechern wieder? Aber das ist so gefährlich, wenn ich mich da jetzt hin teleportiere. Ist das dumm? Das ist extrem dumm, Leute. Vielleicht sitzt er ja oben am Stein. Oder da unten irgendwo. Straight, mein Freund. Wo bist du denn? Das gibt's doch gar nicht. Nee, komm. Ich versuche nochmal den Dicken, Leute. Dafür muss ich mich dann aber, glaube ich, leichter kleiden, weil sonst wird das nix. Das wird sonst nix. Komponiertes Stoffgewand ist halt die Frage. Das ist, glaube ich, besser, oder? Oh, das sieht ja lustig aus. Ne, ich glaube, das ist von der Gewicht her das Beste, was ich tragen kann hier. Rittergamaschen, damit komme ich auch nur auf. Alles so blöde gerade. Banditenhose. Ja, komm, da muss ich aber hier ein Schwert raustun. Ja, dann kann ich mir sogar was Schwereres anziehen. Und die Drainlake-Beine nehme ich mal. Boah, sehe ich blöd aus. Naja, ich versuche es jetzt einfach mal, Leute. Keine Garantie darauf, dass es klappt. Ich sag nämlich, es klappt nicht. Der Boss ist so bescheiden, sage ich euch. So bescheiden. Was? Mittleres Loch? Ach da, ich dachte schon. Schwarze Schlucht. Ich habe mir nämlich mal das Video angesehen, wie ich mich da verhalten habe. Ich habe mich ziemlich doof verhalten. Ich war zu gierig und hätte einfach nur mehr ausharren müssen. Ich hätte einfach nur in seinem Rücken bleiben sollen und dann hätte ich vielleicht mehr Schläge landen können. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und halt das Gift da auf dem Weg runter, das war ziemlich eklig, muss ich mal so sagen. Das war richtig bescheiden. Warte mal, was könnte ich denn da nehmen? Was zieht hier? Ich habe gar keinen... Doch, ich habe noch Schmiere. Finsternis. Ich weiß ja nicht, das ist gegen humanoide Gegner. Oh. Ja, ich bin schon wieder vergiftet. Ich weiß, ich weiß. Warte mal. Was habe ich denn zum dem entgegen... Meine Güte, guck mal, wie das runtertickt. Das ist so widerlich, das Zeug. Das ist so widerlich. Die alltägliche Frucht, davon habe ich noch... Ich nehme mal das Moos rein. Habe ich mir ja nicht umsonst gekauft. Ich kann nichts anziehen. Warte mal, das brauche ich nicht. Den Steinring brauche ich nicht, dann nehme ich den der Klingen rein. Oder? Ja, komm. Ach Mann, ey. Ja, komm, ich renne jetzt einfach durch. Ich versuch's zumindest. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, da kann ich jemanden beschwören, aber mache ich nicht. Mache ich nicht. Ihr Scheißteile. Bin ich jetzt geheilt? Ja, gut. Hä? Warum hat das nichts geheilt? Oh, nee, da kommen die Kackviecher. Schnell rin. Rein da. Oh. So. Und ich mache natürlich wieder einen Fehler. Hey, ich mache wieder einen Fehler hier. Du Mistvieh. Dieser Swing ist ganz schön gefährlich, wenn er den macht. Ganz schön gefährlich ist das. So, das muss reichen. Oh, was macht er da? Oh nee, gar nicht gut. Oh. Nicht so schnell drehen, Dickerchen. Nicht so schnell. Hallo? Nicht so schnell, habe ich gesagt. Guck mal, der drückt mich aber auch immer weg mit seinem Ellenbogen. Das ist total gemein. Oh, das war knapp. Ah, nee, nee, nee. Nicht in das Feuer. Nicht in das Feuer. Schalalalala. Trinken. Ne, 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 ne.
Guck mal, es zieht aber richtig gut ab eigentlich, der Degen. Ist echt gut. Guck mal, der ist gar nicht so schwer, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Ich mach nur wieder Mist. Oh, das war richtig kacke. Nein, 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 aus dem Feuer. Warum falle ich dann immer wieder ins Feuer rein? Nein! Los nicht, Dickerchen. Los nicht. Oh, meine Fresse. Das ist aber auch nicht gut hier. Aha, das hätte mein Tod sein sollen, glaube ich. Das hätte ins Auge gehen können. Oh, und er trifft immer mit diesem Schlag. Das ist unglaublich. Und damit trifft er immer. Ja, nicht ganz. Ich sollte mich lieber... Warum zieht das jetzt auf einmal nichts ab, Leute? Alter. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Der ist total kacke, der Trick. Kannst du nicht machen. Hallo. Hallo. Nein. Das ist so mies. Guckt es euch mal an. Das zieht mir erstmal die ganze Ausdauer ab. Und dann noch... Oh. Jetzt macht er den andauernd, oder was? Machst du jetzt einen auf Nito, oder wie? Ja, kannst du machen. Aber ist feige. Ist richtig feige. Diese blöde Hand. Alter. Alter Schwede. Es reicht jetzt auch mal, Kumpel. Es reicht. Der macht, glaube ich, jetzt nichts anderes mehr. Ja. Nicht, nicht, nicht. Schlag einfach. Mach irgendwas. Los. Ah, nur nicht das. Oh, Mann. Das trifft auch noch jedes Mal, ne? Wie es scheint. Oh, das war knapp. Nö, 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 nö. Oh, was macht er jetzt? Er kotzt. Muss ich ausnutzen. Okay, das war's. Bams! Der Verkommene ist tot. Okay, so schwer war das jetzt irgendwie gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Oh, jetzt habe ich zu langsam. Da vorne ist das Vieh noch. Ja, Leute, das war wohl ein Bosskampf. Warum schaffe ich die beim zweiten Mal eigentlich ganz... Ja gut, die Gargoyles ist gelogen, aber... Warum schaffe ich die beim zweiten Mal recht einfach? Könnt ihr mir das erklären? Seele... Nee. Hä? Was ist das? Ach, das war eine Riesenseele. Okay. Seele des Verkommenen, welcher sich tief im Loch windet. Der Verkommene sammelt alles gerne in seinem Heiligtum für ungewollte oder weggeworfene Dinge. Nutzt die besondere Seele. Lalalala. Krasse Sache, Leute. Wisst ihr was? Ich versuche das Ding mal zu bekommen. Hier muss doch irgendwo ein Leuchtfeuer jetzt sein, oder nicht? Nö. Dann halt nicht. Okay, das war ein Bereichsboss. Also zwei habe ich jetzt schon von vier. Krass, ne? Feuersamen. Ach, das ist für meinen Pyromantie-Handschuh. Wow, 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 wow. Guck mal, der brennt. Haha, du Penner. Du Penner. Hallo? Einfach mal wegstechen, die Viecher. Guck mal, so gut ist das. So gut ist das. Arsch. Leute, hier muss ich nie wieder runter. Das ist so schön. Ja gut, das heißt nie wieder. Bis zum nächsten und dann zum nächsten und dann zum nächsten. Und dann zum nächsten und dann zum nächsten und dann zum nächsten Durchlauf nochmal. Ich werde das Spiel wieder wahrscheinlich 100.000 Mal durchspielen. Hallo? Ist ja normal. Ich meine, Dark Souls kann man nicht nur einmal durchspielen, Leute. Also mal, also bitte. Das geht nicht. Da fängt das Spiel erst an, wenn man es einmal durch hat. Habt ihr mir ja schon gesagt, im New Game Plus sind viele Sachen wohl ganz anders. Da bin ich schon gespannt drauf. Oh, moin. Okay, nicht, dass da wieder was nachkommt jetzt oben. So. Ich hab nämlich noch was vor, ey. Das ist so ärgerlich mit dem Müll, Leute. Den kriege ich nicht mehr. Das Ding, was da mal drin war. Ach, ihr Kackteile.
Ich will jetzt nicht nur einen Stein verschwenden müssen. Muss ich aber wahrscheinlich. Guck mal, was das abzieht. Krass. Ja, irgendwie jetzt doch nicht mehr, ne? Warum zieht das manchmal so viel und dann wieder gar nichts ab? Ach so, die haben da so viel Leben. Okay. Krasse Sache. Haha, schade. Ich dachte, das Vieh wird jetzt runtergeschmissen. Das wäre lustig. Hallo? Ey, mal ernsthaft. Warum macht ihr einmal so viel Schaden, dann gar nicht mehr? Oder ich an euch besser gesagt. Ich muss doch einen Stein nehmen. Das ist so krank einfach. Einmal ja und dann wieder nein. Na guck. Gibt's doch gar nicht. Seid aber auch Schisser, ihr Viecher, wisst ihr das? So, warte mal. Hoho. Zwillingsklinge. Oh, oh. Ja, ja. Kommst du da durch, oder? Ja, kommt er. Gut. Na komm. Das Ding, das taugt echt nichts, Leute. Das taugt wirklich nichts. Komm jetzt. Boah, was? Jetzt kommt's nicht. Hallo? Ja, dann schmeiß es doch wenigstens richtig runter, Mensch. Stell dich mal nicht so an. Vieh. So, dankeschön. Ja. Oh, Leute, das ist so anstrengend hier mit dem Gerotze die ganze Zeit, ne? Das ist so anstrengend. So richtig anstrengend. So, ich gehe jetzt einfach hier durch. Arr. So, gehen wir nochmal Jula, würde ich sagen. Oder warte mal, ich wollte in der Festung noch was. Oh, das sieht nett aus. Der Mondturm. Schattenwald, das Loch, Sünderhügel. Da wollte ich hin. Das Salz... Nee, nee, lieber doch nicht. Ich gehe erst nach Majula, weil jetzt habe ich ja den Festungsschlüssel bekommen letztes Mal von den Gargoyles. Ihr habt es gesehen. Hoffe ich doch. Letzten Part. Oh Mann, Leute, das ist voll gut. Jetzt zwei Parts hintereinander mit einem Boss, ne? Und das sind alles nur Rache-Bosse, bei denen ich mich jetzt nochmal revanchieren wollte. Die Penasses. Naja, aber die sind auch ganz schön eklig, mal ehrlich. Das ist nicht gut. Was die da abziehen, teilweise mit den Bossen, ja, das ist schon nicht zu vergleichen. Da waren die Four Kings oder Ornstein und Smaug, die mache ich dir mit zuhenden Augen, ne? Aber das hier? Ja gut, vielleicht ist es nur Gewöhnungssache. Weiß man nicht. So, meine Liebe. Ja, ich habe ja gesagt, mit Level 100 werde ich aufhören, aber Leute, das habe ich jetzt schon wieder verworfen mittlerweile. Ja, ich weiß. Das werde ich nicht hinkriegen. So. Um. Irgendwie habe ich so das Gefühl, bei meiner Lebensenergie tut sich gar nichts. Oder? Kommt mir das nur so vor gerade? So, meine Liebe. Wie, schon wieder? Freust du dich nicht, mich zu sehen, oder was bist du für eine? Komm, boah, ich brauche mir eigentlich gar nichts kaufen, aber ich will mir was kaufen, weil... Warum bin ich knickerig? Nur weil ich dir kein Geld gebe... Oh Leute, das wird wieder eklig. Ich muss da jetzt durchlaufen, glaube ich. Ja, komm, das lasse ich noch kurz drin. Ich gehe noch ganz kurz zur Salzfeste. Sünderhügel. Das ist was anderes. Nee, das war der. Da geht's ja runter zum Boss. Zur letzten Sünderin. Für was büßt sie eigentlich? Oder weiß ich nicht. Ich würde das gerne mal wissen. Also in der Lore erfährt man ja auch nicht sehr viel, oder? Vielleicht gibt es da ein paar Experten unter euch, die können das ja gerne mal erläutern, was es mit ihr auf sich hat. Warum saß sie da unten drin? Was hat sie getan, um das zu verdienen, dieses Schicksal? Und hat sie das freiwillig getan? Es hat nämlich fast den Anschein gehabt, finde ich. Naja. Bevor ihr wieder auf mich schießt, mache ich das. Hui, und tschüss. So, dann wollen wir mal sehen. Oh, okay. Okay. Na, ah, trifft mich halt, ist mir auch egal. Alltägliche Frucht. Schön.
Ihr seid luschen. Aber es macht trotzdem ganz schön viel Schaden, ne, die Armbrust. Oh, wie schnell die spannen können. Das will ich mal sehen, dass jemand so schnell eine Armbrust spannen kann. Und was ich etwas schade finde, dass ich hier nicht irgendwie ganz schnell runterreisen kann, also an das Feuer. Das ist ja nur ein Ausgangsfeuer, kein rein Teleportier-Ding. Etwas doof. Schnarch. So, haben wir es bald. Dankeschön. Ja, das war wohl nicht das Einzige, was ich übersehen habe in der Kammer von ihr. Ach, aber ich will mich nicht immer damit rausreden, dass es so dunkel ist. Und dann sagen wieder welche, mach's doch mal heller. Aber Leute, das macht die Stimmung kaputt. Wenn ich das zu hell spiele, dann machen die Fackeln ja überhaupt keinen Sinn mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Es soll ja noch so ein bisschen Flair haben, dieses Spiel. Ich mache mir das doch nicht selber kaputt, die Erfahrung. Nur, dass ich da ein bisschen Komfort habe. Wer bin ich denn? Komfort in Dark Souls. Ich bitte euch. Ah. Lalala, schnell, sonst kommen die Viecher wieder. Ich kann sie schon hören. Dreckigen, explodierenden Schweine. Schweineviecher. So, ist das der Schlüssel zur Festung? Ja, ich hoffe, ihr bleibt zurück. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem, Freunde. Das heißt, ich habe ein ganz großes Problem. Yes, er passt. Geile Sache. Guck mal, die Animation. Wenn die weiter weg sind, sieht das voll komisch aus. Wie so Stop-Motion, wo sie dann zu faul waren, richtige Effekte einzubauen. Warum ist hier so schwarze Schlicke da? Ich verstehe das nicht. Was soll das sein? Haben die irgendwas zugeführt? Ist das ihre Nahrung gewesen? Haben die die mit schwarzem Schlick gefüttert? Also irgendwie tut es mir ja schon ein bisschen leid, die letzte Sünderin, wenn ich überlege, was für ein Los das einfach sein muss, hier drinnen auszuharren die ganze Zeit. Glatter, seidiger Stein. Ja, ich muss mal wieder zu den Krähchen. Zu Silky. Ach, ich vermisse Sparkly. Ich vermisse sie wirklich. Die Stimme vor allem, meine ich. So, diese... Also, ich habe so ein paar Seelen gekriegt. Irgendwie muss ich hier hinkommen, habt ihr gesagt. Ich soll mich doch mal richtig umsehen. Aber ich sehe hier keine Möglichkeit. Düster war es, die Nacht schien helle. Und ich sehe hier nichts auf die Schnelle. Deswegen drücke ich mal kurz die Wände ab. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Ich erinnere mich dunkel. Auf jeden Fall speichert es gerade wieder, warum auch immer. Ja, das finde ich gut, dass das Spiel ab und zu mal speichert, auch wenn man nichts wirklich Bewegendes macht. Und das tut es eigentlich sehr oft. Also, selbst wenn man was aufhebt, speichert das Spiel. Dieses Flämmchen oben sieht man ja immer. Hier sieht es so aus, als wäre ein Geheimgang irgendwo. Aber das habe ich alles schon abgeprüft, oder? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, Leute. Gibt's doch nicht. Naja, gut. Ich werde auf jeden Fall den Part schon mal beenden. Jeder Part ein Boss ab jetzt. Nee, glaubt ihr selbst nicht. Glaubt ihr wohl selbst nicht. Aber ich gebe mir Mühe, Leute. Ich werde auf jeden Fall weiterhin gucken, dass ich da stetig Fortschritt habe. Ich schneide ja auch nichts raus, bis auf manchmal. Das sage ich dann aber auch immer an im Video, wenn es mir einfach gestunken hat oder ich wieder ein bisschen Dampf ablassen musste. Manchmal hilft es ja auch, ne? Auch wenn man es dann gar nicht öffentlich macht. Sondern einfach nur für sich aufnimmt und dann wieder löscht. Das hilft. Das hilft wirklich. Leute, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich drüber, über jede Unterstützung, die ich so bekomme von euch. Und schreibt mir vielleicht noch was Gutes drunter, was euch so einfällt. Der Boss, wie fandet ihr den? Im Endeffekt jetzt gar nicht so schwer, gebe ich zu, aber beim ersten Mal, da war ich wieder zu hektisch. Ist immer Tagesform, Leute. Naja, wir sehen uns wieder bei Dark Souls Teil 2.